Hallo und schön, dass du da bist. Ich heiße Esther und erzähle dir nun die Geschichte von der Hummel und dem Zuckerberg. Du darfst es dir nun ganz bequem machen, auf dem Sofa oder in deinem Bett, mit deiner Kuscheldecke und vielleicht auch mit deinem Lieblingskuscheltier. Und jetzt darfst du einmal tief einatmen und wieder ausatmen. Und wenn du magst, dann schließe jetzt deine Augen. Denn bald darfst du zu träumen beginnen und du weißt, im Traum ist alles möglich. Es ist ein warmer Sommertag. Du liegst auf einer herrlich duftenden Blumenwiese und die Sonne lacht fröhlich vom Himmel und wärmt dich. Du hörst die Vöglein zwitschern und singen, die Insekten brummen und um dich herum fliegen viele bunte Schmetterlinge auf der Suche nach der schönsten Blüte mit dem besten und leckersten Nektar. Du liegst auf der Wiese und träumst so vor dich hin, während du das sanfte Gras unter deinen Händen spürst. Und wie du so auf dieser Wiese liegst und vor dich hin träumst, hörst du ein leises, friedliches Summen. Du hebst den Kopf, um zu sehen, woher das Summen kommt. Da siehst du eine kleine, niedliche Hummel vorbeifliegen. Eine wunderschöne und kuschelige Hummel, die sich jetzt freundlich auf deine Nasenspitze setzt. Es kitzelt angenehm, als diese Hummel so auf deiner Nase sitzt. Du beobachtest die kleine Hummel und stellst fest, dass sie anders ist als die Hummeln, die du bisher gesehen hast. Sie hat rosa Fell und du bemerkst, dass dieses süße Tierchen mit jedem Flügelschlag nach Himbeeren duftet. Süß und angenehm. Und du atmest diesen Duft ganz tief ein. Das hast du wirklich noch nie gesehen. Eine Hummel mit rosa plüschigem Fell und nach Himbeeren duftend. Das macht mich neugierig. Du würdest so gerne wissen, wo diese besondere Hummel wohnt, als sie schon wieder davonfliegt. Schade, denkst du traurig, als du bemerkst, dass die Hummel auf der Stelle fliegt. Es scheint, als würde sie auf dich warten. Du stehst auf und läufst zu der Himbeerhummel, die in diesem Moment langsam weiterfliegt. Immer wieder dreht sie sich zu dir um. Du läufst ihr neugierig hinterher und entdeckst einen Hügel am Horizont. Einen schneeweißen Hügel, gerade so wie ein Zuckerhut. Immer weiter folgst du der kleinen Hummel, bis ihr zusammen den Hügel erreicht. Da erblickst du einen blauen See am Fuße des Hügels. Der See duftet nach Blaubeeren und als ihr näher kommt, siehst du, dass in diesem See kein normales Wasser ist. Es ist Blaubeerlimonade. Du kniest dich ans Ufer, um einen Schluck von der köstlichen, frischen Limonade zu trinken. Als du wieder aufsiehst, bemerkst du, dass auf dem weißen Hügel bunte Bäume wachsen. Das kann doch nicht sein. Verwundert reibst du dir die Augen, aber es scheint kein Traum zu sein. Lauter bunte Lollibäume stehen da auf dem Hügel in allen erdenklichen Formen, Farben und Mustern. An den Bäumen entlang führt ein Weg aus Butterkeksen hoch auf den Gipfel des Hügels.
Blumen aus Gummibärchen zieren den Wegesrand und ein Fluss aus Erdbeersirup fließt ins Tal. Ist das nicht wunderschön? Du atmest noch einmal tief ein, denn es duftet so gut hier. Die Hummel summt laut, ganz so, als wolle sie dir was sagen. Du blickst auf und siehst vor dir ein Haus aus Schokolade. Im Garten stehen Bäume aus roten Paradiesäpfeln. Ein Zaun aus Zuckerstangen umgibt das Haus. Ob das wohl das Haus der Hummel ist? Du trittst näher, wirfst einen Blick durchs Fenster und siehst, wie dort viele kleine Hummeln umherschwirren und fröhlich vor sich hinsummen. Jede von ihnen hat eine andere Farbe. Die eine ist blau, die andere ist grün und sogar eine kunterbunte Regenbogenhummel tanzt glücklich hin und her. Alle sind anders als die Hummeln, wie du sie kennst. Aber dennoch sind sie glücklich. Auf einmal merkst du, wie sich die rosa Hummel wieder auf deine Nasenspitze setzt und zu dir spricht. Wusstest du, dass man sagt, Hummeln könnten gar nicht fliegen? Es mag sein, dass das so ist, aber irgendwann einmal hat es eine Hummel einfach probiert und siehe da, sie flog. Weißt du, es ist egal, was andere sagen oder über dich denken. Wenn du an dich glaubst und dich liebst, so wie du bist, dann werden es auch die anderen tun. Sieh nur, all meine Geschwister und Freunde im Haus. Keine Hummel gleicht der anderen. Dennoch ist jede einzelne wunderschön. Alle können fliegen, auch wenn man sagt, sie könnten es nicht. Sie tun es einfach und fliegen fröhlich hin und her, weil sie an sich glauben. Glaube immer an dich, denn du bist wunderbar und wertvoll. Du bist begabt und du bist gut, so wie du bist. Jetzt muss ich aber schnell ins Haus. Ich möchte noch ein wenig mit meinen Freunden tanzen, bevor der Abend anbricht, sagte sie. Und schon war die gut riechende rosa Hummel davongeflogen. Du würdest gerne noch ein wenig verweilen, doch es wird Zeit, langsam wieder zurückzugehen. Also machst du dich jetzt auf den Weg zurück. Doch wann auch immer du willst, denke an den Zuckerhügel. Und an die Hummeln, die so anders waren als die Hummeln, die du bisher kanntest. Dennoch waren sie alle glücklich und zufrieden. Als du dich noch einmal umdrehst und zurückblickst, siehst du, dass der Hügel ein ganz normaler Hügel ist. Mit Wiesen und Bäumen. Blumen und einem Bächlein, das ins Tal fließt. Es war deine Fantasie, die dir deine Traumwelt erschaffen hat. Du kannst also jederzeit zurückkommen, wann auch immer du willst. Weißt du, die Welt ist das, was du daraus machst. Sieh dich um und schau, wie bunt die Welt ist. Schau, welche Wunder sie für dich bereithält. Lebe in der Welt, wie du sie dir erschaffst. Du spürst deinen Atem. Du atmest tief ein und wieder aus. Du bist ganz ruhig und entspannt. Und mit geschlossenen Augen kehrst du nun aus deiner Fantasiereise zurück.
Du bewegst deine Finger und deine Zehen. Du streckst dich und gibst Kraft in deinen Körper. Und ganz langsam, ganz in deinem eigenen Tempo und so wie du magst, öffnest du die Augen. Du räkelst dich und wenn du magst, atme noch einmal ganz tief ein und gähne laut. Jetzt bist du ganz wach und vollkommen entspannt. Und vielleicht magst du jetzt ganz schnell zum Spiegel laufen und dich anschauen und sehen, wie hübsch du bist. Wie sahen die Lollibäume auf deiner Reise aus? Welche Farben hatten sie? Und wie sahen all die Hummeln aus? Und hast du noch andere Tiere gesehen? Wenn du magst, nimm deine Stifte und Papier und male doch, was du gesehen hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Mach's gut, deine Esther.